Hallo und herzlich willkommen hier auf der Landwehrkanal zusammen mit dem Nico. Moin Moin. Jo, und heute geht es zum ersten Mal so richtig an den Zollmod. Einige haben ja bezweifelt, dass der überhaupt da ist. Ich zeige es euch hier mal. Ich spiele nämlich immer mit ausgeschalteten Anzeigen. Da ist er. Ich habe ein bisschen rumgerechnet, zusammen mit dem Björn, wie wir jetzt vorgehen werden. Tagesziel ist jetzt erstmal, du fährst auf alle vier Felder, die wir haben, und bringst da den N-Dünger aus. Okay. Und ich werde auf allen Feldern den PK-Dünger ausbringen. Alle Felder? Alle Felder, alle vier. Oh Gott. Ja, okay. Ja, sei froh, weil danach können wir nochmal was machen. Aber dazu kommen wir dann später. Ja, alles gut. Ich fahre jetzt erstmal. Aber ich habe mal unsere Finanzen gescheckt. Durch die Kühe, beziehungsweise wir haben, es läuft eigentlich ganz gut, ja, wenn man sich unsere Finanzen anguckt. Und ich glaube, dass wir auch relativ schnell einfach auf eine große Spritze und so weiter gehen werden. Das macht bei dem Mod einfach Sinn. Weil wir werden jetzt auch, also das ist nicht das Einzige, was wir jetzt überall düngen müssen, diese beiden Sorten. Wir müssen dann einen Tag spulen und dann gibt es nochmal Herbizide für alle Felder. Doppelte C-Ladung gibt es da. Und dann sollten wir so circa nach Rechentabelle bei 94% Ertrag sein. Oh, süß. Das ist dann also ziemlich gut. Man muss halt gerade am Anfang extrem düngen, um die Bodenwerte wieder so hoch zu pushen von den Nährstoffen her. Deshalb, wir werden dann auch anschließen, wenn wir Kalk ausbringen, nachdem die Stoppeln da liegen, sag ich mal. Wird ja. Das auch nochmal ein bisschen extremer. Da werden wir dann nämlich auch direkt nochmal eine Doppel-N- und P-Ladung draufhauen, damit die Werte direkt richtig hochgehen, weil N-Wert brauchen wir halt extrem viel. Ich sehe ja gar nicht, wo ich gedüngt habe, oder? Doch, aber nicht stark. Nicht stark, ja, das ist halt diese Textur. Von der sprach Björn vorhin, bei einigen Maps ist das wohl ganz schwer zu sehen. Aber ich finde, also bei mir geht's hier absolut. Ja, ich habe so einen pinken Schlüssel, also es geht, man sieht's. Und ich fahre mit GPS, also es geht. Und ja, ich fahre mit dem Dinger mit GPS, weil beim Düngen und geht das einfach nicht anders. So, ich muss noch kurz was ausmachen. Irgendwie hatte ich meinen Browser im Hintergrund auf, was an sich nicht schlimm ist. Da habe ich wieso auch noch eine Tabelle offen. Aber ich muss den ausmachen, weil ich mich vorher in WhatsApp Web eingeloggt hatte. Und das ging jetzt. Ja, ich glaube, ich muss gleich erstmal SIM-Karte tauschen. Ja, warte, du hast nämlich endlich dein Handy wieder, ne? Und es funktioniert alles, was ich angegeben habe. Das erste Mal seit 5-mal wegschicken funktioniert alles richtig. Ja. Das ist nicht ein Wunder? Da hast du jetzt auch schon über ein halbes Jahr mit rumgehampelt, ne? Halbes? Ja. Ganzes. Ich muss sagen, ich habe letztens noch mit Markus ziemlich lange im Bausimulator darüber geredet, dass wir beide finden, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, so oft ein neues Handy zu kaufen, einfach weil die Unterschiede nicht mehr so gigantisch sind. Okay, wenn du jetzt 5 Jahre zurückgehst oder so, oder in die ganz billige Klasse, dann hast du wieder große Unterschiede. Aber ob du jetzt ein High-End-Smartphone von 2014, 2015 oder 2016 hast, ist nicht mehr so der gigantische Unterschied. Ich werde meins der 3 auch behalten. Ja, ich werde meins auch so lange behalten, bis ich es irgendwann wahrscheinlich kaputt mache. So enden eigentlich alle meine Handys immer. Aber ich habe mir auch überlegt, was auch ja, wichtig ist, mehr oder weniger. Ich werde mir beim nächsten Mal, werde ich nicht mehr, ja, weiß nicht. Also ich werde eigentlich nur darauf achten, dass ich ein Mega-Akku-Monster mir kaufe. Weil das stört mich im Moment wieder am meisten. Mittlerweile ist der Akku von meinem Z3 doch wieder recht schlecht geworden. Okay. Also so, ich finde das auch merkwürdig. Ich komme eigentlich einen Tag damit aus, so von 100% bis 40%. Und die 40% sind am nächsten Tag so instant leer, so ungefähr. Was? Ja, du hast ja deins jetzt nicht so viel in Benutzung, ne? Nee, meins ist ja allgemein, ich bin ja den ganzen Tag bin ich am Arbeiten, ne? Also das ist eh dann nur im Stamina-Modus, also ich schätze mal, dass es recht akkuschonend ist, aber ich kann bis jetzt ja noch nicht viel drüber sagen, also ich hatte schon mal so, dass ich an einem Tag nur 20% Akku verbraucht hatte. Ja, das habe ich auch schon hingekriegt. Über Rock am Ring bin ich mit einem Akku hingekommen in 4 Tagen oder so. Das war bei mir vor einem Dreivierteljahr mal Standard. Ja, ist halt auch die Frage, ne? Wenn du 8 Stunden arbeitest, abends vielleicht nur ein bisschen WhatsApp schreibst und ich muss ehrlich sagen, du kannst dich doch bestimmt noch an die Zeit erinnern, wo alle immer iPod Touch oder so gezockt haben, ne? Ja, klar. Hattest du wahrscheinlich auch, ne? Hat irgendwie jeder immer und dann
Hier, diese Battlefield-App-mäßige, wie hieß das immer, Mortal Kombat oder so, ne? Ja, genau. Irgendwie sowas. Das hat ja damals immer jeder gespielt und alle haben das gefeiert, ob wir ein iPod Touch und so und später dann ein iPad Mini. Aber das war dann schon nicht mehr so ganz unsere Generation, das waren dann, glaube ich, eher schon die nach uns. Nee, also ich hab's auf dem iPod Touch mit meinem besten Kumpel iPod Touch nächtelang 3G gezockt. und 4G, ne? Die Ja, guten alten Dinger. richtig, richtig böse. Ja, das hat auch echt Spaß gemacht eigentlich. Damals habe ich auch noch richtig mobil gezockt, aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, okay, ich gucke einmal am Tag so für 3 Minuten den Clash of Clans. Einfach weil ich da mal wegen einem Freund mit in der Freistunde angefangen habe. Aber so richtig, dass ich jetzt sage, oh, das muss ich jetzt spielen. Also manchmal vergesse ich es auch für eine Woche oder so. Und ich bin ja jetzt nicht so der Suchti, der dann sagt, oh Scheiße, so viel Zeit verschwendet, hast du nicht gesehen? Weiß ich nicht, wie meins bleibt. Handy, ganz ehrlich. Handy in letzter Zeit. Anrufe, WhatsApp, das war's. Ja, wobei Anrufe Oder ist bei mir eigentlich auch extrem selten. in der Mittagspause Facebook. Aber gut, Facebook, muss ich sagen, ist bei mir in letzter Zeit immer weniger geworden. Generell Ja, eigentlich aber Facebook was soll ist ich so sonst in ein. der Mittagspause machen? Ja. Bist ja wahrscheinlich auch bei dir in der Firma, ne? Nach Hause fahren lohnt ja da wohl nicht. Nein, Für und eine ich habe ja halbe nur eine halbe Stunde oder was? Stunde. Ja. Halbe Stunde Mittag, halbe Stunde Frühstück, so, dann bist du da, sitzt da, pimmelst da rum und dann blinkst du eben mal öfter auf Facebook rum und da da sowieso nicht das Bomben-Internet ist, dauert das eh. Dann unterhältst du dich noch mit den anderen Lehrlingen und ja, dann weiß ich nicht, aber wie gesagt, und dann hatte ich mal geschafft, dass ich mein Handy da auf 80% hatte. Ja. Aber weißt du, seit wann das da liegt? Das Seit Handy. dem 5.1.2015, 2016. 5.1. Hä? Also lange hast du schon zu Hause oder was? Nein, so lange lag das da schon. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass sie mir das per Post zukommen lassen. Ach, du hättest das einfach nur abholen müssen. Das ist aber blöd. Aber das gehört doch eigentlich zum Service, dass sie das dann auch zurückschicken, oder? Also es kommt drauf an, ich schätze mal, das haben die einfach da vor Ort falsch angeklickt. Dass die Ja, das gesagt kann auch haben, sein. zurück zum Shop schicken. Ach, ist mir jetzt auch egal. Ich hatte ja in der Zeit ein Handy und das war alles gut. Ja. Hört mich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht gelitten. Hoffentlich kannst du halbwegs sehen auf den Feldern, wo ich jetzt schon PK gemacht habe, wo du Kalk, wo du düngerst. Ist das bei dir auch einfach so wie normales Düngen, dass es dunkler wird? Mit O stelle ich das um, ne? Bloß nicht. Mach N. N? N, ja. Ja, ich will auf N umstellen. Ach so, ja, kannst du aber nur am Trigger, ne? Ja. Oh. Weil da kannst du auch gefährliche Sachen machen. Also wenn du X machst, ist vorbei, dann können wir neu ansäen. X hast du gesagt? Nein! Dann ist Aua. Hoffentlich kannst du auf den Feldern, wo ich schon PK gedüngt habe, sehen, dass du da N drüber haust. Das geht übrigens, also N und PK kann man am selben Tag düngen, weil das unterschiedliche Bodenschichten sind. Und da du zwei davon am Tag bearbeiten kannst, haut das alles hin. Frag mich, was X-Dünger ist, weil ich sehe hier nur X-Dünger ist quasi reines NPK. Gift. Ich sehe hier nur NPK, PK, N und dann ist es eine ganz andere, ein ganz anderes Bild, wo gar nichts drauf steht. Da müssen dann Herbizide und so kommen. Nö, Obwohl ich kann habe auch einfach sein, nur dass O gedrückt. Herbizide nur mit Flüssigkeitsspritz gehen. Ja, natürlich, was denkst du denn? Warum nehmen wir nicht eigentlich gleich NPK? Weil das schwächer dosiert ist, dann müssten wir zweimal düngen. Wir könnten also einmal N, einmal PK ist von der Dosis halt höher, als wenn man NPK auf einmal macht, weil da Ja, okay, ich drin die verstehe. Dosierung schwächer ist. Ja, alles gut, ich verstehe es. Ja, das ist aber echt gar nicht so einfach. Also es ist zum einen, man muss sich reinfinden, aber wenn man alle Tabellen hat und so weiter, dann glaube ich, also rechnerisch kommen wir auf 94% Ertrag, genau genommen 93,3% Ertrag. Ich habe hier so einen Zollmod-Rechner, wo ich unsere Werte eingegeben habe, was ich vorhabe zu machen, und dann kommt halt dieser Wert raus. Weiß nicht, diese Rechensachen macht kein Bauer mehr. Da wird keiner sich hinsetzen und diesen Kram irgendwie zu Hause am Tisch nachrechnen. Ich meine, dass man Bodenproben zieht und alles ist ja klar, aber es wird kein Bauer mehr machen, weil dafür gibt es einfach genug Apps und Hilfen.
Ja, oder man lässt halt, gerade wenn man groß ist, Bodenproben nehmen und kriegt dann eine Empfehlung, wo man was draufstreut, in welcher Menge, ne? Ja, oder sowas. Also ich meine, ich, also, ne, weißt du, was ich meine? Ja, so ein bisschen rechnen muss ja als Bauer auch schon. Kommt ja immer darauf an, ob du das selber machst, ob du das halt extern irgendwie machst. Ja, Beziehungsweise aber. rechnen, ist das ja im Endeffekt auch nicht. Du weißt halt, welche Werte du wie beeinflussen möchtest. Und dann musst du halt eigentlich nur, du hast halt diese vier unterschiedlichen Werte. Und dann fängst du an, beim, ich als Beispiel jetzt, ich habe meine, warte mal, ich muss mal kurz anhalten. Meine pH-Werte, den muss ich nach der Ansaat hochkriegen, weil beim Wachsen und durch die Herbizidbekämpfung verlierst du pH-Wert, also der Boden wird dann säurehaltiger. Und dann musst du ausrechnen, wie viel der das beim Wachsen ist, irgendwie 0,6 oder so, plus 0,2 für Herbizid. Und dann haust du Kalk drauf, das sind 0,9 ungefähr. Und dann bist du halt wieder in dem Bereich, um das auszugleichen. Im Endeffekt geht es immer nur darum, was machst du, wie kann ich das ausgleichen? Ja, ist mir schon klar. Das war von Anfang an ja auch klar. Aber wie gesagt, ich meine, dafür gibt's, weiß nicht, als Bauer rechnet man da nicht mehr ganz viel. Ja, es kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wie. Es gibt bestimmt auch einfach welche, die Im sagen. Ernst, du brauchst da nicht mehr viel rechnen. Ja, es kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie du das mit der Fruchtfolge und so weiter machst als Bauer. Nein, Also das Rechnen an das sich hat wird nichts dir damit halt zu tun. abgenommen, Du hast aber. für alles hast du irgendein Gadget. Du brauchst das alles nicht mehr selber Ja, machen. aber du musst halt immer noch messen. Und rechnen ist das ja im Endeffekt auch nicht. Das sind Rechnungen, Nein. was weiß ich, 4 minus 2 oder sowas. Ja, aber du weißt, was ich meine. Da haben die alles für Sachen. Also im End, das ist eigentlich hochtechnologisiert. Das braucht man. Also das, was wir hier machen, ist eigentlich richtig oldschool. Ja, beziehungsweise ich kann ja hier, ich habe ja dieses Soilmod-Sheet heißt das. Wenn du dann deine Werte da eingibst, sagt er dir ja im Endeffekt auch, was du machen sollst. Ja, Aber du sowas in musst der es. Art werden die ja wahrscheinlich besitzen dann. Ja. Oder es gibt bestimmt auch welche, die sagen einfach, früher bei Mutti und Vati war das so und so und heute mache ich das einfach noch genauso, ohne mich jemals um meine Bodenwerte zu kümmern. Gerade wenn Ah, du weil nur, was weiß Form ich, deine ist. 10 Hektar hast oder so und halt mehr so. Selbst dann hast du die Auflagen. Ja, du darfst halt bestimmte Sachen nicht machen, aber ich weiß nicht, verpflichtend irgendwelche Bodenproben oder sowas musst du, glaube ich, nicht nehmen, oder? Halt höchstens, dass du halt nicht Da würde Gift ich den und Mund nicht sowas zu groß, nicht zu voll machst. nehmen. Was für, da würde ich, weiß nicht, da halte ich mich zurück. Ich schätze mal, dass du es musst. Also, die sind ja super streng damit. Glaub nicht, dass du deine Mit Nährstoffe im Boden Düngeverordnungen messen sind die musst, super verpflichtend, streng. sondern halt mehr so, dass du halt nachweisen musst, dass du keine giftigen Stoffe ausbringst und sowas. Ah, weiß es nicht. Ich weiß nur, wie die sich anpissen bei den ganzen Düngeverordnungen. Deswegen glaube ich, dass das Ja, bei deshalb, dem ja, anderen da Rest nicht achten die anders halt wird. extrem darauf, dass du ungiftige Sachen und so weiter halt, ne, alles umweltfreundlich und nicht schädlich fürs Wasser und so weiter. Ja, nicht schädlich fürs Wasser, lass mal eine Spitze komplett mit Herbizid oder so ins Wasser laufen, dann hast du aber Probleme. Ja, klar. Aber trotzdem, man, du, also ich schätze mal, dieses Herbizid X, was du hier machen kannst, wird denn echt bestimmt verboten sein. Nein. Das tötet ja einfach alles ab. Ja, das gibt es immer noch. Er wird für Kartoffeln genommen. Und für Kartoffelkäfer oder sowas, wenn die. Nein, für Kartoffeln, dass die Pflanzen absterben. Dass unten die Knollen noch da sind, aber oben die Pflanzen absterben. Dann müssen die nicht mehr mit dem Krautschläger drüber. Aber Du rein siehst ja bei den theoretisch kannst du auch Kartoffeln. einfach ein ungefährlicheres Gift nehmen und höher dosieren. Ja, dann ist es aber genauso gefährlich. Man bräuchte ja da jetzt mal einen Chemieexperten, In der uns Chemie das. bin ich schon nicht schlecht davon. Ja, man müsste halt. Im Endeffekt sind das ja auch alles nur Decknamen hier, dieses AAA, CC und so weiter. Also das ja, aber den NPK und PEK-Dünger gibt es. Ja, klar. Das ist ja einmal Und Natrium, X einmal und Phosphor X und so. einmal Kalium. Ja, und X, ja gut, die hier heißen den echt einfach anders. Hier sind es einfach recht schlicht gehalten, aber in echt gibt es diesen Dünger Roundup. Nicht Dünger, diesen das Roundup. Das tötet einfach alles ab. Roundup in der Hand gehabt, das Zeug? Nö.
Alter, wenn du damit auf Pflanzen losgehst, Die springen vor Angst weg. innerhalb von 2, 3 Tagen tot. Ja, bei X ist es, glaube ich, so nach ein paar Stunden hier im Spiel. Ah, wahrscheinlich gibt es noch was Heftigeres, aber ja, X ist natürlich was. Aber es gibt sowas in echt, keine Sorge. Also das ist, und das Ist darfst du halt auch die spritzen. Frage, wie du das benutzen darfst. Mit was für Auflagen. Ich Ja, glaube nicht, dass klar, du da du. einfach nach gut, wie du Lust hast, die Nein, Menge das natürlich auf deine nicht. Felder hauen darfst. Das würdest du nie, nirgendwo nie, und immer dürfen. Das Schöne ist, wir können einfach überall nachher Doppel-C draufhauen als Herbizid, weil Raps und Mais quasi dieselbe Düngergruppe haben. Das ist geil. Später wird es mir so interessant, da musst du nicht mehr so viel Dünger streuen, sondern wenn du Mist einarbeitest und so, das verändert die Werte halt gleich in mehrerer Hinsicht. Es wird echt da noch ein bisschen komplexer, aber im Endeffekt, sobald man dieses Sheet hat, wo man dann alles eingibt, kommt man dann immer schön auf seine Ergebnisse. Und Oh, ich ganz hätte fast. ehrlich, mein Ziel ist nicht jedes Mal 100% Ertrag zu kriegen. Mein Ziel ist jedes Mal in einem Bereich zu sein, wo man sagen kann, gut, erfolgreiches Jahr quasi. Also ich sag mal 70, 80% plus. Ist ja in echt auch Ja. so. Du hast manchmal einfach dann auf einmal eine Schlechtwetterperiode und so, die dir das Ganze so kaputt haut, dass du da nicht viel mit anfangen kannst. Nö, das ist immer so. Deshalb finde ich es nicht schlimm, wenn man nicht immer 100% hat. Vor allen Dingen, das ist also generell 100% zu bekommen, ist schwer. Ich sag mal, dass du die 90 bekommst oder so, das kriegt man schon hin. Aber glatt 100 ist schon heftig. Weil du einfach da ein bisschen viele Einflüsse hast, dann passt irgendwas um, was weiß ich, Wasser um 2% nicht. Und dann hast du nur noch 99,5 oder so. Aber wir haben heute auch schon eine minimale Überlänge. Und ich würde sagen, deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.